Liebe Freundinnen und Freunde, mit der neuen Bundesregierung beginnt eine neue Zeitrechnung in Deutschland. Wir leben endlich wieder in einer Zeit des politischen Aufbruchs, weil die vergangenen 16 Jahre mit Bundeskanzlerin Angela Merkel waren nicht nur 16 Jahre Stabilität, sondern eben auch 16 Jahre Stillstand in den Zukunftsthemen. Ich bin wirklich wahnsinnig glücklich und stolz, dass so viele aus Nordrhein-Westfalen jetzt in Berlin mitgestalten. Glückwunsch an alle unsere Bundestagsabgeordneten. Allen herzlichen Dank, die an diesem Koalitionsvertrag mitgearbeitet haben. Besondere Glückwünsche an die neue Führung der Bundestagsfraktion, Britta, Irene und Katharina. Und natürlich auch an die parlamentarischen Staatssekretärinnen und Staatssekretäre Ophelia, Sven und Oliver. Mit dem Koalitionsvertrag habt ihr ein ambitioniertes Stück vorgelegt. Jetzt geht's ans Umsetzen. Liebe nordrhein-westfälischen Freundinnen und Freunde, Nordrhein-Westfalen ist ein Land der Anpackerinnen und Anpacker. Die Menschen hier wollen Dinge bewegen und sie wollen gestalten. Deshalb wollen wir, dass nicht nur in Berlin eine neue Zeit anbringt, sondern dass auch in Düsseldorf eine neue Epoche beginnt und der Wandel anfängt. Die beste Zeit für Nordrhein-Westfalen liegt noch vor uns. Das Ziel ist klar und das Ziel ist realistisch. Wir müssen die erste klimaneutrale Industrieregion Europas werden. Ich bin so viel unterwegs im Land und ich habe Menschen getroffen, die diesen Wandel jetzt schon leben. Ob der Holz-Alu-Fenster-Handwerksbetrieb im Sauerland, das Recyclingunternehmen im Münsterland, die unzähligen Startups zwischen Weser, Rhein und Ruhr, die mit Nachhaltigkeit ihr Geschäftsmodell machen. Sie alle wirtschaften heute schon wie morgen. Ich habe Schulen besucht, zum Beispiel eine Europa-Gesamtschule im Rhein-Sieg-Kreis, die Inklusion einfach Realität werden lässt. Und ich erlebe in Kommunen wie Wuppertal oder Bonn, dass sie die Verkehrswende anpacken und umsetzen. Alles, was ihnen fehlt, ist eine Politik, die Chancen eröffnet und Perspektiven aufmacht von Landesseite und die nicht länger nur die Probleme des Status quo zementieren will. Wir Grüne wollen das ändern. Für diese Menschen wollen wir eine andere Politik machen. Die Zukunft in NRW ist klimaneutral, sie ist sozial und sie ist digital. Liebe Freundinnen und Freunde, die große Frage über allem ist, wie soll das denn gelingen, wenn da in Nordrhein-Westfalen Politiker jetzt gerade reagieren, die die Kohlelobby hofieren, die den Arten- und Naturschutz kleinreden, die Kinderarmut weglächeln, die Geschlechtergerechtigkeit für ein Schreckgespenst halten. Und ich sage euch, CDU und FDP verschlafen jetzt gerade die einzigartige Chance, jetzt die Zukunft für NRW zu gestalten. Das muss anders werden. Das müssen wir ändern. Unser Land, die Herzkammer von Industrie, von Handwerk und Mittelstand, verdient eine grüne Zukunft. Unser Land, das Land mit den meisten Arbeitnehmerinnen, mit den meisten Pendlerinnen und Pendlern, mit dem höchsten Energieverbrauch auf der einen und dem höchsten Energieproduktion auf der anderen Seite, verdient eine grüne Zukunft. Ich will nicht, dass wir wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen und irgendwann von Realitäten eingeholt werden, die uns dann in die Knie zwingen, die Menschen nicht mehr verkraften können. Wir wissen doch, auf was es ankommt. Lasst uns gestalten und nicht darauf warten, dass sich Geschichte wiederholt. Die schlimmen Flutkatastrophen und Hitzesommer zeigen uns doch, es gibt keine Alternative, als jetzt zu gestalten. Ohne Klimaschutz keine Freiheit, kein Wohlstand, keine Sicherheit. Ich würde sogar noch weitergehen. Nur mit Klimaschutz, mit Innovation, mit sozialer Gerechtigkeit schaffen wir den Wandel und sichern Arbeitsplätze und sichern unsere freiheitliche Gesellschaft. Denn nichts vergiftet unser Zusammenleben mehr als die diffuse Angst vor einem Abstieg. Lasst uns deswegen die Wahl im Mai zu einer Richtungswahl machen. Begeistern wir für die erneuerbaren Energien. Retten wir die Menschen in den Dörfern im Rheinischen Revier. Und geben wir dem Wandel in der Wirtschaft eine Richtung,
Die Klimaneutralität ist das, was den Unternehmerinnen und Unternehmern Sicherheit gibt, um ihre Planungen für die Zukunft umsetzen zu können. Das ist unser Plan für die kommende Zukunft Nordrhein-Westfalens, für eine grüne Zukunft Nordrhein-Westfalens. Wir wollen aber auch, dass unsere Städte und Gemeinden bei der Verkehrswende unterstützt werden. Ihnen dürfen keine Steine in den Weg gelegt werden. Sie brauchen das Geld und die Kompetenz, für ihre jeweilige Situation die beste Lösung und das beste Verkehrskonzept finden zu können. Wenn sich zum Beispiel Gemeinden auf dem Land auf den Weg machen wollen, sich zu vernetzen mit Busverbindungen oder mit sicheren Radwegen, dann machen wir das möglich als Grüne. Ich weiß, wie sehr ihr alle in euren Kommunen dafür kämpft. Ich will euch dabei ab Mai unterstützen, aus einer Landesregierung heraus, die ernst macht mit der Verkehrswende. Aber die vielleicht wichtigste Zutat für diesen Wandel, das ist das Vertrauen der Menschen, dass sie von dieser Entwicklung auch profitieren können, dass Nutzen und Kosten gerecht verteilt sein werden. Und dieses Vertrauen zu gewinnen, liebe Freundinnen und Freunde, das ist unsere Aufgabe. Wir wissen, dass die anderen Parteien auch gerne mal das Soziale entdecken, immer dann, wenn es um Klimaschutz und Umweltpolitik geht. Das ist mir zu billig. Wir wollen die ökologische Wende sozial gerecht gestalten. Aber wir können von Landesseite noch viel mehr für soziale Gerechtigkeit tun. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Wir brauchen ein gut ausgestattetes Gesundheitssystem. Wir wollen gerechte Bildungschancen für alle Menschen. Lasst uns doch die Schulen zu den schönsten Orten in unserem Land machen. Diese Landesregierung ist angetreten, um Nordrhein-Westfalen zum Silicon Valley zu machen. Die Realität zeigt, sie schaffen es noch nicht mal, eine einheitliche Software in den Gesundheitsämtern anzuwenden. Also von Höxter bis Aachen regiert das Faxgerät. Ich will, dass Digitalisierung den Menschen dient. Ich will, dass sie dazu führt, dass wir mehr Teilhabe haben. Denn für alle Dasein, das sichert unser Dasein. Nur gemeinsam können wir diesen Wandel, der vor uns steht, schaffen. NRW ist längst meine Heimat geworden. Und auch für viele andere Menschen, die noch von viel weiter her kommen als aus Bayern. Und genau dafür liebe ich NRW. Für seine gelebte Vielfalt und Toleranz. Und die lassen wir uns nicht wegnehmen, die lassen wir uns nicht kaputt machen. Nicht von den Querdenkerinnen und Querdenkern, nicht von Rechtspopulisten, nicht von wenigen lauten Schreihälsen, nicht von denen, die Feinde unseres Grundgesetzes und unseres Rechtsstaates sind. Wir werden die Vielfalt unseres Nordrhein-Westfalens stärken, auch wenn das hin und wieder anstrengend sein kann. Aber unsere gesellschaftliche Realität ist vielfältig und voller Facetten. Sie ist eben nicht eindimensional. Das muss Politik auch endlich anerkennen. Dafür stehen wir Grüne. Aber all das wird nichts, wenn wir nicht endlich die Corona-Pandemie in den Griff bekommen. Ich will, dass wir endlich konsequent Leben schützen. Und ich will, dass wir aus diesem bleiernen Zustand, der uns doch alle mürbe macht, der schon wieder die Kulturschaffenden und die Spielstätten an den Rand drängt, wo schon wieder mit den Rezepten der ersten Welle die vierte Welle bekämpft wird, weil eine Landesregierung schon wieder versäumt hat, Vorsorge zu betreiben. Ich will, dass wir da rauskommen. Und eine der Antworten ist Impfen, Impfen, Impfen. Und wenn das mit der Überzeugung nicht klappt, ja, dann werden wir eine Impfpflicht brauchen. Aber wir brauchen auch einen anderen Stil in der Politik. Eine Politik der Vorsorge. Eine Politik, die sich traut, Entscheidungen zu treffen und dazu zu stehen. Alle Versuche, diese Pandemie wegzureden, kleinzureden oder zu vertagen, sind gescheitert. Auch unter der neuen Regierung, auch unter der neuen Führung, macht die Regierung die Fehler der alten Regierung. Wir brauchen endlich eine Landesregierung, die durch diese Krise führt und uns auf die nächste Krise vorbereitet. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben gut durchdachte Konzepte. Das haben wir in unserem Programm und in der Debatte heute belegt. Ich will euch sagen, was ich als Mona und als eure mögliche Spitzenkandidatin in diesen Landtagswahlkampf mitbringen will. Empathie und Optimismus. Klimaschutz ist eine echt wichtige Aufgabe. Aber eine Aufgabe, die ich glaube, mit Menschlichkeit angegangen werden muss. Da geht es ums Positive, um eine bessere Zukunft für uns. Und diese Vision, die muss nicht Stirnfalten herstellen. Die kann auch ein Lächeln in die Gesichter produzieren.
Ich gehe mit einem Lächeln in diesen Wahlkampf, trotz aller Herausforderungen, vor der wir als Gesellschaft gerade stehen. Ich bin draußen und unterwegs Politikerin. Ich lebe dafür, Menschen zu treffen. Mich begeistern zu lassen, treibt mich regelrecht an. Und ich suche dabei auch das Gespräch, wo es nicht einfach wird. Ich will Lösungen verbinden. Ich will Gespräche führen und den Dialog auf Augenhöhe zum neuen Politikstil Nordrhein-Westfalens machen. Das bringt uns dazu, aus der eigenen Komfortzone rauszugehen. Das macht uns als ernstzunehmende politische Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die jeweils ihren Anteil dazu beitragen, eben dieses verlustig gegangene Vertrauen in Politikerinnen und Politiker, in unsere Demokratie ein Stück weit wiederherzustellen. Das gemeinsame Arbeiten hat uns so erfolgreich gemacht. Das ist der Weg, den viele von euch auch gehen. Lasst uns auf diesem Weg in den kommenden Monaten unzählige Menschen für uns begeistern. In NRW ist vollkommen offen, wer regiert. Ich kann euch sagen, ich will alles dafür tun, dass am Ende kein Weg an unseren Inhalten vorbeiführt. Dafür werde ich mit allem, was in mir steckt, was ich dazulernen werde, was ihr mir mitgebt, streiten, kämpfen. Liebe Freundinnen und Freunde, ihr kennt mich als eine leidenschaftliche grüne Politikerin und eine leidenschaftliche Wahlkämpferin. Und so geht es mir mit euch. Leidenschaftliche grüne Politikerin, leidenschaftliche Wahlkämpferin. Und ich hoffe so sehr, dass diese Pandemie es zulässt, dass wir es schaffen, ganz persönlich die Menschen von unseren Ideen zu überzeugen. Auf den Marktplätzen, an den Haustüren und in den Kneipen des schönsten Bindestrichlands dieser Republik. Michelangelo hat, als er im 16. Jahrhundert aus einem großen Granitblock, den David erschaffen hat, wohl die Frage gestellt bekommen, wie ist Ihnen das gelungen? Wie haben Sie das geschafft? Und er hat gesagt, ich habe ihn nicht erschaffen. Er war schon da. Liebe Freundinnen und Freunde, die Idee, dass dieser Wandel für Nordrhein-Westfalen gelingen kann, ist da, in den Menschen unseres Landes. Lasst uns gemeinsam über uns hinauswachsen. Lasst uns bessere Politik machen, an der alle Menschen teilhaben können und von der alle Menschen profitieren. Und lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass auch für die, die noch nicht geboren sind, wir eine Welt hinterlassen, die besser ist als die, wie sie heute ist. Dafür werbe ich um euer Vertrauen für die Zukunft Nordrhein-Westfalens.